Hallo zusammen, mein Name ist Björn Schwarz und willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute reden wir mal über den Action-Science-Fiction-Film Demolition Man aus dem Jahre 1993 und dieser Film geht ganze 115 Minuten lang und ich bin darauf gekommen, weil ich hatte mal wieder richtig Bock auf einen richtig guten Action-Film und da habe ich mir so gedacht, ich glaube, ich habe über noch keinen Sylvester Stallone-Film geredet, überhaupt keinen und ich glaube, ich kenne fast alle seine Filme oder alle sogar, ich meine schon. Und es ist eine Sünde, dass ich noch nicht über Sylvester Stallone geredet habe. Und da ist mir eingefallen, Demolition Man muss ich einfach mal wieder anschauen. Ich habe den Video, glaube ich, damals, der ist 93 rausgekommen und ich glaube, ich habe den auch irgendwie so Anfang der 90er Jahre irgendwann geguckt, weiß nicht, 94, 95, irgendwann habe ich den geschaut. Gefühlt 1000 Jahre her. Ich wusste, dass der Film gut ist. Ich wusste grob nach, worum es ging. Und ich wusste nur, dass er gut ist. Und da habe ich mir gedacht, schaust du mal wieder Demolition Man an und redest darüber. Und dann ist mir noch ein bisschen eingefallen, eigentlich sollte ich mal ein Sylvester Stallone Ranking Video machen. Ja, sollte ich eigentlich wirklich mal machen, oder? Ich habe letztes Mal noch ein Ranking Video gemacht zu allen Stephen King Filmen. Könnt ihr euch übrigens noch gerne mal anschauen. Ich glaube, das ist ziemlich gut geworden. Und über Sylvester Stallone könnte ich eigentlich auch ein Ranking machen. Ich kenne seine Filme und er hat gute Filme und er hat auch wirklich sehr schlechte Filme. Und da wäre ein Ranking eigentlich richtig cool. Aber heute reden wir erstmal über Demolition Man. Allein schon der Name. Jetzt kann ich es nicht mehr aussprechen. Demolition Man. So, mein Gott, was für ein Name, oder? Was für ein Titel schon. Und eigentlich, bei Hintergrundinformationen gebe ich ja mal gerne, bevor wir über den Film einmal kurz reden und was ich gut fand, was ich nicht so gut fand. Und am Ende des Videos gibt es immer eine kleine Bewertung von der Skala 1 bis 10, wie das immer so ist. Genau. Erst sollte nämlich die Hauptrolle spielen Steven Seagal in Sylvester Stallones Rolle und Jean-Claude Van Damme als Bösewicht von Wesley Snipes halt. Und Jean-Claude Van Damme und Steven Seagal in einem Film... Das funktioniert nicht. Jean-Claude Van Damme war früher ja ein bisschen bekannter und hat dann gesagt, ich spiele schon den Guten und Steven Seagal soll dann den Bösewicht spielen und ist natürlich nichts raus geworden. Dann haben sie Sylvester Stallone mit in Boot genommen und Sylvester Stallone, haltet euch fest, wollte als Gegenspieler Jackie Chan haben. Ja, Jackie Chan. Und Jackie Chan wurde auch gefragt und Jackie Chan hat gesagt, na Leute, das geht nicht, weil... er hat bis jetzt immer nur gute Leute gespielt. Er war immer der Held und wollte kein Bösewicht spielen. Also er hat gesagt, nee Leute, das mach ich nicht. Und ja, und dann kam Wesley Snipes halt dazu. Und du, ich find's gut. Es passt sehr gut. Wesley Snipes, das war so eine deiner besten Rollen neben Blade. Ich bin mit Wesley Snipes eigentlich groß geworden. Ja, und dann haben wir in dem Film noch Sandra Bullock. Oh, das erste Mal Sandra Bullock. Boah. Die hat sich gar nicht verändert. Ich habe den Film geguckt, letztens habe ich noch ein Interview mit ihr geschaut und ist die nicht, die altert gar nicht, die Frau. Die altert gar nicht, die sieht, die könnte jetzt, die sieht immer noch genauso aus wie früher. Echt, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich die junge Sandra Bullock und dass ich die alte Sandra Bullock. Setzt man die nebeneinander, würde ich sagen, ja, mit viel Schminke halt, ja. Naja, auf jeden Fall ist sie damit ja, ihre erste richtig große Rolle war es dann halt und dann kam ja später Speed und dann kam ihr Durchbruch, ja. Aber ich mochte sie sehr gerne in diesem Film als naives, kleines, Mädel, fand ich sie einfach klasse. Und ihr Sex in dem Film müssen wir gleich auch nochmal rüber reden, der ist ja auch, auch schon ein Klassiker, die Sexszene mit ihr, oder? Ja, das ist ein Klassiker, weil wirklich Sex haben sie ja nicht, aber... Kommen wir noch zu. Dann haben wir Rob Schneider, spielt hier auch noch mit. Und Rob Schneider spielte dann ein paar Jahre später nochmal zusammen mit Sylvester Stallone in den kultigen Film Judge Dredd. Ja, der, glaube ich, Sylvester Stallone Karriere ein bisschen beendet hat. Weiß ich nicht. Judge Dredd habe ich damals auch geschaut. Ne? Der war ab 18, da war richtig schwer dran zu kommen. Ich glaube, meine Eltern mussten ihn damals für mich ausleihen. Ja. Aber über diesen Film müsste ich auch nochmal reden. George Dredd mit Sylvester Stallone. Hätte ich auch mal Bock drauf, den mal wieder zu schauen. Yo, ob der wirklich so schlecht war? Naja. Und dann gibt es natürlich Seitenhiebe gegenüber Arnold Schwarzenegger in dem Film.
Die beiden hatten ja immer ein, die waren immer Gegenspieler. Die wollen sich immer toppen. Die ganzen 90er Jahre. Und die beiden hatten immer, einer wollte immer besser sein als der andere. Und Sylvester Stallone hatten immer ein Klisch und genau. Und dann ist das so, dann sagt er so, ja, ich wurde ja eingefroren für 36 Jahre, was ist in den 36 Jahren dann passiert? Ja, Arnold Schwarzenegger ist Präsident geworden. Hä, wieso ist er Präsident geworden? Ja, der war so berühmt und dann haben die darüber weggesehen, dass er nicht in Amerika geboren worden ist und wurde dann Präsident. Und Sylvester Stallone ganz cool so, gut, dass ich da geschlafen habe. Ja, so einen kleinen Seitenhieb gibt's dann auch noch. Jackie Chan hat es irgendwie auch noch irgendwie abgekriegt, weil Sandra Bullock, die kämpft da nachher irgendwie so Kung-Fu-mäßig rum und dann Sylvester Stallone so, ja, wo hast du das kennengelernt? Ja, ich habe mir Filme von Jackie Chan angeschaut und daher kannte ich das. Und finde ich sehr gut. So kleine Anspielung finde ich immer so geil. So Easter Eggs in so einem Film, klasse, klasse. Auch Leeson Wetten Poster gibt's auch im Hintergrund ohne Ende. Mag ich. Finde ich echt gut. Jetzt kommen wir zum Film. Und warum ich diesen Film besonders... dieser Film gehört zu dem besseren Sylvester Stallone-Film. Vielleicht nicht der beste, aber auf jeden Fall ist das ein Film, den kann ich mir immer und immer wieder anschauen, weil er hat sowohl Action, er hat Science-Fiction, er hat wirklich gute Action-Szenen, der hat coole Sprüche, so richtige 90er-Jahre-Männersprüche, so richtig, richtig geil. Und er ist zum Lachen, nimmt sich aber selber ein bisschen ernst, aber auch nicht zu ernst, nimmt sich selber auch ein bisschen auf die Schippe. Ich mag das. Also wirklich, da haben die einen, kann man das sagen, Action-Kultfilm gedreht? Ja, ich finde, der ist Kult. Ist das schon ein Klassiker? Weiß ich nicht, aber für mich ist das ein Kultfilm. Das ist auch immer alles meine eigene Meinung, von daher, ich mag den besonders gerne. Und worum geht's einmal grob? Ja, der Demolition Man, Sylvester Stallone, hat in Jahre 96 spielt das. Der Film ist aus 1993, spielt aber in Jahre 1996. Hätten sie auch 93 lassen können. Aber egal. Ja, und er jagt da seinen Erzfeind, Wesley Snipes. Und er verhaftet den nachher auch, aber da bricht alles zusammen. Häuser explodieren, Leute sterben und so weiter und so fort. Und deshalb werden beide Leute verhaftet, also sowohl Sylvester Stallone als auch Wesley Snipes. Und dort werden die dann eingefroren, warum auch immer. Das ist dann das Gefängnis halt. Die werden dann eingefroren und werden dann irgendwann wieder wach gemacht. Oder auch nicht. Ja, und das passiert dann auch im Jahre 2032 sind wir dann. 2032 meine ich, ja. Ist gar nicht so weit weg, 2032, ne? Ist nicht mehr lange. Und, da werden die wieder beide wach gemacht. Er ist natürlich Wesley Snipes. Hat natürlich Hintergründe, warum der aufgeweckt wird. Und er terrorisiert sofort natürlich die ganze Welt. Und die Welt ist jetzt anders geworden. Alle sind ganz lieb und nett. Alle sind total naiv. Da gibt's keine Schimpfwörter mehr. Wenn sie ein Schimpfwort sagen, gibt es sofort ein Ticket. 50 Credits, also wir sagen 50 Cent, müssen sie Strafe zahlen, wenn sie Arschloch sagen zum Beispiel oder was auch immer. Ne? Finde ich richtig lustig. Dann begrüßen sie sich immer Friede, Friede mit dir, Friede, Friede. Und die geben sich auch nicht die Hand, weil Körperflüssigkeiten dürfen nicht ausgetauscht werden. Ist verboten. Alles, was schlecht ist, ist verboten. Die haben auch kein Salz. Ist verboten, ist nicht gut. Dürfen keinen Sex haben, weil Körperflüssigkeiten austauschen. AIDS oder was auch immer. Ja, küssen. Oh Gott, das will ich. Bloß nicht küssen. Und diese gesunde Welt haben wir halt dann einfach. Und sehr viel Werbung von Pizza Hut übrigens auch. Pizza Hut Werbung. Pizza Hut. Oder sagt man das in Deutschland Pizza Hut? Oder Pizza Hut? Ich weiß es gar nicht. Was sag ich denn? Pizza Hut, ne? Ich sag Pizza Hut. Heißt das hier Pizza Hut? Ich weiß es nicht. Ich sag Pizza Hut. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall viel Pizza Hut Werbung. Und und er terrorisierte alles und das sieht so geil aus, wenn die Polizei da den verhaften wollen und dann steht er da, ja, was wollt ihr denn? Ja, wir müssen dich verhaften. Und dann sind die Polizisten nicht mal trainiert auf Kampfkunst, also auf Verteidigung. Die stehen da einfach nur und die meinen dann einfach, die bösen Leute gehen dann mit dem mit. Und er verhaut ihn natürlich dann richtig und dann gibt's da einen und gibt's hier einen und dann gibt's da was in die Fresse. Und ja, finde ich
finde ich saulustig. Ja, und dann müssen wir natürlich mit Sylvester Stallone den Demolition Man auch, ja, auch auftauen, und er soll dann Wesley Snipes dann natürlich dann einfangen, weil sie schaffen es halt einfach nicht alleine. Und dann gibt es immer diese Running Gangs dabei, ne? Er geht auf Toilette und er kommt dann so wieder. Leute, er flüstert so, ne? Ey Leute, Leute, ja, was ist denn? Was ist denn? Leute, ihr habt kein Toilettenpapier mehr auf Toilette. Und da wo das Toilettenpapier ist, sind da jetzt auf einmal drei Muscheln. Und dann alle so am Kichern, hu, 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 der weiß gar nicht, wie man die drei Muscheln benutzt. Hu, hu. Und er Sylvester Stallone wieder so spielt, so richtig so, boah, diese Affen, ne? So denkt er, so, wie sieht man den Gesichtsausdruck, ne? So, ah, diese Affen, die machen sich gerade über mich lustig. Was wollen die mit den scheiß Muscheln, ne? Und dann hat er aber eine Idee, ne? Er geht halt zu diesem Ticketautomaten, da gibt es halt so einen Automaten, immer wenn du Schimpfwörter halt sagst, dann kriegst du so halt so ein Ticket. Und dann geht er hin und sagt zu dem Automaten, Arschloch, Alter, nur Schimpfwörter, ganz viel hintereinander. Ich will jetzt hier nicht 10 Schimpfwörter auf einmal aussprechen. Und dann kriegt er halt 10 Tickets, die nimmt er mit und sagt, du, jetzt geh ich auf den Klo mir ordentlich meinen abseilen. Weil erst hat er ja Toilettenpapier, ne? Ja, es ist so, wenn man den Film guckt, du lachst dich eigentlich nur kaputt. Das ist so geil, das ist so geil. Und dann gibt es halt viele Action-Szenen hier und dort. Und es ist immer spannend, allein schon, wie die miteinander reden, die anderen immer so, ah, ganz vorsichtig, und er immer, ah, komm, ich hau dir was in die Fresse, wo sind die Gewehre und sowas alles, und geil, geil. Dann haben wir nachher Sandra Bullock und Sylvester Stallone werden intim, jetzt reden wir über Sex. Und dann fragt Sandra Bullock Sylvester Stallone, möchtest du mit mir Sex haben? Und Sylvester Stallone, ja, jetzt, hier, ja, klar, warum nicht, ne, Sex ist gut. Und, ja, sie geht eben kurz weg, er macht sich schon ein bisschen frei, setzt sich dahin, sie kommt wieder und mit irgendwelchen Hauben, und dann wird Sylvester Stallone so eine Haube aufgesetzt, sie bekommt eine Haube auf, und dann haben die virtuellen Sex, und jetzt sitzt da so, oh, und dann macht das ab und sagt, was soll der Scheiße, sollen wir jetzt nicht einfach losbumsen? Und sie so, Wie Geschlechtsverkehr? Körperflüssigkeiten austauschen? Boah, nein! Und er so, ja, komm, lass uns, ne? Und sie so, nein! Und ja, da haben sie keinen Sex. Und das ist so geil. Das ist so lustig. Wenn man sich das anschaut, du lass dich einfach kaputt. Du lass dich einfach kaputt. Und jeder bekommt ja auch eine Gabe. Jeder bekommt eine Gabe, was eigentlich so innerlich jeder hat. Und Wesley Snipes Gabe ist halt einfach mit Computern gut umzugehen. Er kann alle Passwörter und so weiter herausfinden. Und Sylvester Stallone kann gut stricken. Ich liebe diesen Film. Ich liebe diesen Film. Dann strickt er da eben Plover in der Nacht und so ein Kerl mit Muskeln gepackt, haut alles um, schießt alles um und fängt da an zu stricken. Es ist so geil, es ist so geil, es ist so geil. Also den Film, ich hab da ein Herz für. Ich hab da echt ein Herz für. Ihr könnt jetzt nach Hause fahren und den Film jetzt direkt nochmal gucken. Ich glaube, ich hätte direkt wieder Spaß an dem Film. Ja. Ja, und dann gibt's natürlich nachher den Endkampf, der ist auch richtig geil. Der ist richtig gut geworden. Auch nachher, wie Wesley Snipes dort eingefroren wird. Ne? Und das, glaube ich, wurde mit Computereffekte gemacht, und das sah richtig gut aus, wo der eingefroren wird. Und der Film ist aus dem Jahre 1993, und ich muss sowieso sagen, der Film ist gut gealtert. Also der ist jetzt wirklich nicht irgendwie, wo man sagen kann, wow, man merkt, dass das 90er Jahre ist. Der ist echt, der sieht immer noch sehr gut aus. Der sieht wirklich verdammt noch gut aus. Der ist echt gut gealtert. Und diese ganze Mischung aus Action, Witz und ja, die Handlung ist okay, also ich mag die Handlung, mehr will ich gar nicht. Also die Handlung ist dafür da, um diesen Film darzustellen. Es reicht. Für mich reicht das. Ich habe 115 Minuten puren Spaß, diesen Film zu schauen. Und jetzt gibt es meine Bewertung zu diesem Film. Von der Skala 1 bis 10 gebe ich diesem Film, und das mache ich eigentlich nicht oft, einen Actionfilm so viele Punkte zu geben, aber ich gebe diesem Film 7,5 Punkte. Ja, das ist hoch. Das ist hoch für so ein Actionfilm. Aber tolle Ideen. Ich müsste mir eigentlich auch mal wieder Time Cop angucken mit Jean-Claude Van Damme. Der war, meine ich, habe ich auch 1000 Jahre schon wieder nicht geguckt. Der war auch so geil.
Oh, so viele. Ich muss so viele Actionfilme nachholen. Also, ich habe ja noch genug Zeit. YouTube wird es ja noch ein paar Jahre geben. Werde ich noch viele Kritiken machen. Und wenn ihr davon keine verpassen möchtet, dann abonniert gerne den Kanal. Und wenn ihr ein Sylvester Stallone Ranking haben wollt, dann schreibt es in den Kommentar rein. Dann kriegt ihr den auch. Genau, das war's von meiner Seite her. Ich wünsche euch alles Gute. Man sieht sich. Bis dann. Ciao.